Herzlich willkommen zu unserem nächsten Beitrag. Auch heute geht es wieder um unsere Sternenkinder. Sternenkind Lia. Unerwarteter Ausgang einer Geburt. Die Mama Sarah Weiß schreibt mir ihre Familiengeschichte. Roger, heute 36, und ich, heute 35, sind schon lange ein Paar. Seit 2008. Wir gingen alles langsam an, zogen 2011 zusammen und bauten 2014 bis 15 ein Haus, unser Nest. Sobald das Dach drauf war, gingen wir an die Familienplanung. Es klappte ohne lange zu probieren. Und wir erwarteten im August 2015 unser erstes Kind. Ich bin etwas vorbelastet durch einen vererbten Bluthochdruck, welcher aber gut eingestellt und stetig kontrolliert wird. Bald schon erfuhren wir, dass wir ein Mädchen erwarten. Die Vorfreude, ungebremst und riesig, wie bei allen werdenden Eltern. Vorbereitungskurs, Versicherungen und Erstausstattung, alles war erledigt. Aufgrund meiner Vorerkrankung rieten mir die Ärzte zu Beginn meiner Schwangerschaft zu einem Kaiserschnitt. Alle Kontrollen verliefen aber durchweg positiv und so wurde kein Wort mehr darüber verloren und wir entschieden uns für eine spontane Geburt. Alles sollte so natürlich wie möglich ablaufen. Einen Tag vor dem errechneten Entbindungstermin setzten die Wehen ein. Wir entspannten bei einem gemütlichen Candlelight-Dinner, denn dies sollte unser letzter Abend zu zweit sein. In der Nacht fuhren wir ins Spital. Wir durften bleiben, denn der Muttermund war schon auf 2 Zentimeter. Wir liefen die Flure auf und ab und waren voller Vorfreude. Bei 6 Zentimeter verspürte ich starke Schmerzen und konnte nicht mehr stehen. Ich war innerhalb kürzester Zeit auf 9 Zentimeter. Auf einmal wurde es hektisch um mich herum. Die Herztöne wurden weniger. In diesem Moment platzte die Fruchtblase und unsere Tochter rutschte so tief ins Becken, dass sie schneller auf normalem Wege als durch einen Kaiserschnitt geboren werden konnte. Für eine PDA war es zu spät und 3 Presswehen später war unsere kleine Tochter geboren. Ich war voller Glücksgefühle und habe nicht mitbekommen, was um mich passierte. Nur wunderte ich mich, dass man Roger nicht anbot, die Kleine abzunabeln und dass sie nicht schrie, wie man es aus Filmen kannte. Sie wurde eilig aus dem Zimmer getragen. Immer wieder kamen Ärzte und Hebammen, um mich zu beruhigen und mir zu sagen, dass alles gut sei. Diese Aussagen veränderten sich aber mit den Minuten und die Mienen wurden entsetzter, trauriger. Im Nebenzimmer wurde unsere Tochter reanimiert. Nach 40 Minuten holte man Roger aus dem Gebärsaal. Er musste im Nebenzimmer entscheiden, ob die Reanimation eingestellt werden sollte. Er kam mit so einem weißen Gesicht zurück, so hatte ich ihn noch nie gesehen. Später sagte er mir, er wusste in diesem Moment nicht, ob er mich anlächeln oder den Kopf schütteln sollte. Unsere Tochter lebte nicht. Wenig später kam die Kindernotfallärztin und sagte mir, dass unsere Tochter nicht reanimiert werden konnte. Alle um mich weinten, konnten es nicht verstehen. Ist doch in der Medizin heutzutage so viel möglich und erkennbar. Kurze Zeit darauf kam die Hebamme und fragte, ob ich meine Tochter sehen will. Ich sagte, ja, natürlich. Liebevoll wies sie mich darauf hin, dass unsere Tochter wunderschön sei, aber die Augen nicht öffnen wird und auch sonst keine Reaktion zeigen wird. Dies war ein sehr wichtiger Moment, denn so war ich innerlich auf meinen Engel vorbereitet. Dann lag sie in meinem Arm, meine Tochter Lia, wunderschön und perfekt. Lia, geboren am 10. August 2015, mit einer Länge von 52 cm und einem Gewicht von 3130 Gramm.
Wir blieben noch einige Stunden im Spital mit ihr. Dank unserer wunderbaren Hebamme verloren wir die Scheu vor unserem toten Kind. Dies war der Moment des Kennenlernens und zugleich auch der Moment des Abschieds. Mir war es wichtig, Lia von allen Seiten zu betrachten, hinter die Ohren zu schauen, ihren Popo anzuschauen, ihre Finger, Knie, einfach alles. Es sollte sich in mein Gedächtnis einbrennen. Wir halfen sie anzuziehen und durften sie, solange wir wollten, im Arm halten. Sie wurde immer kälter. Am Abend verließen wir das Spital und fuhren wieder nach Hause ohne Lia, ohne unser Neugeborenes. Die nächsten Nächte waren grausam. Durch viele Folgegespräche mit dem Ärzteteam, Seelsorger, Hebamme, der Familie und den Freunden wurde es besser. Roger ging nach einer Woche wieder arbeiten, weil er es nicht aushielt, daheim tatenlos rumzusitzen. Ich dagegen war Mutterschutz, eine Zeit, die man als Mutter braucht, auch wenn das Baby nicht lebendig bei einem ist. Wir haben keine Obduktion angefordert, da wir in der Schwangerschaft nichts hätten noch besser oder anders machen können. Uns erreichten einige Trauerkarten, Worte der Anteilnahme. Alles war besser als keine Reaktion. Am schönsten waren allerdings Glückwünsche zum Baby, zum Muttersein, zur Geburt. Nur dafür fehlt das Verständnis. Soll man zu einem toten Kind gratulieren? Der Alltag war schwierig. Ich beschäftigte mich viel mit Lia. Erst waren es Behördengänge. Dann fing ich an, ein Fotoalbum und ihre Geburtskarten zu gestalten. Die Geburtskarte enthielt den Satz: Leider verloren wir unsere Tochter in der Stunde der Geburt. Sonst enthielt sie alles, was eine Geburtskarte so enthält. Ein Fotobuch bekamen die Großeltern und Tanten. So wollte ich zeigen, dass ich 9 wundervolle Monate mit Lia hatte und nicht nur die traumatische Geburt. Lia lag noch eine Weile in der Kühlabteilung des Spitals und ich war sie dort noch 3-mal besuchen. Roger brachte es nicht übers Herz, sie noch einmal anzuschauen. Er wollte sie so in Erinnerung behalten, wie sie geboren wurde. Es gab von Freunden und Familie viele Geschenke für sie und ich brachte sie ihr vorbei. Auch hatten beide Großmütter so noch die Chance, ihre Enkeltochter zu sehen und sie im Arm zu halten. Ich war so unendlich stolz. Später besuchte ich einen Sternenmami-Kurs, in welchem wir über unsere Erlebnisse erzählten und auch körperlich etwas zur Rückbildung beitrugen. Diese Zeit tat mir sehr gut, zu wissen, dass es andere mit ähnlichem Schicksal gibt, gemeinsam zu weinen, aber auch wieder zu lachen. Ich bastelte viel, zum Beispiel eine Erinnerungsbox, wo ich alle Erinnerungen an Lia aufbewahre, oder ich bemale Steine, welches wieder zurück in die Natur bringe, um so etwas wie ein Zeichen von Lia zu hinterlassen. In der Schweiz gibt es dazu keine Friedhofspflicht, was uns die Möglichkeit gab, die Urne unserer Tochter bei uns daheim zu behalten. So sind wir vollkommen und als Familie zusammen. Lia geht mit dem Ersten mit, der von uns Eltern stirbt. So ist sie sicher nie allein. Besonders wichtig waren in dieser Zeit meine Familie und Freunde. Ich habe gelernt, dass nicht der Partner dafür verantwortlich ist, einen wieder zum Lachen zu bringen oder die Trauer zu nehmen. Denn der Partner ist auch ein trauriges, verwaistes Elternteil und hat nicht immer die Kraft, einem das eigene Leid zu nehmen. Vor allem habe ich in dieser schweren Zeit neue Freunde gefunden und dafür bin ich sehr dankbar. Roger und ich, wir haben uns dann ein paar Monate später eine gemeinsame 4-wöchige Auszeit genommen und haben unseren Traum von einem Roadtrip durch Amerika verwirklicht. Dies war eine sehr unbeschwerte Zeit. Niemand kannte uns und unser Schicksal. Wir konnten lachen und traurig sein und mussten uns keinem gegenüber rechtfertigen. Diese Zeit hat uns als Familie und auch als Paar viel Kraft gegeben und uns noch enger zusammenwachsen lassen.
Inzwischen bin ich wieder im Alltag, im Büro, mit Freunden unterwegs. Immer mit meiner Lia im Herzen. Und inzwischen auch einem Geschwisterchen unterm Herzen. Wir werden im Oktober zum zweiten Mal Eltern. Es ist ein Mädchen und ich werde sie per Kaiserschnitt entbinden. Die Betreuung der Schwangerschaft und Geburt erfolgt durch dasselbe Ärzteteam wie bei Lias Geburt. Am Ende sind Sternenkinder immer ein Zeichen der Liebe und das ist das Einzige, was zählt. Lias Mama schrieb noch als Nachtrag: Der Plazenta-Nabelschnurbericht ergab, dass die Plazenta etwas kleiner und die Nabelschnur etwas zarter als im Durchschnitt waren. Dadurch, dass sich Lia aber sehr gut und gleichmäßig entwickelte und es sonst keine medizinischen Hinweise gab, ist man während der Schwangerschaft nicht davon ausgegangen, dass es Probleme geben könnte. Menschen können auch mit kleinen Nasen atmen. Es trat ein plötzliches Ereignis ein, wahrscheinlich ein akuter Versorgungsunterbruch im Geburtskanal, welches den Tod zur Folge hatte. Sarah schreibt: Vielen Dank für dein offenes Ohr. Schon allein, dass sich jemand für das eigene Schicksal interessiert, ist wunderschön. Liebe Sarah, ich danke dir für deine Geschichte. Ich bin gedanklich bei dir und schicke dir und deiner Familie viel Kraft und Liebe. Ihnen allen wünsche ich eine wundervolle Zeit. In der nächsten Woche geht es mit einem weiteren Sternenkind weiter. Bis dahin schicke ich Ihnen Kraft, Willensstärke und Liebe. Meine Beiträge gibt es auch auf meiner Homepage zu lesen unter www.deine-trauerbegleitung.de. Ihre Silvana Polen.